willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Ultra-Bonus Woche 1 ist in vollem Gange. Raikou, Entei und Suicune sind überall vertreten. Damit haben sich auch die Raid-Zeiten geändert. Ist euch bestimmt schon aufgefallen. Normalerweise ist ja immer ein Ei auf der Arena, was eine Stunde lang drüber bleibt und ihr rätseln könnt, was kommt da jetzt raus. Wenn das Ei dann geöffnet ist, habt ihr 45 Minuten Zeit, den Raid-Boss zu besiegen. Jetzt ist es so, wenn ein Ei auftaucht, dauert es nur 15 Minuten, bis das aufgeht. Und wenn das auf ist, ist das Raid-Boss-Pokémon sogar 1,5 Stunden da. Ihr seht also schneller und besser, wo ist welcher Boss, habt mehr Zeit, euch noch zu verabreden, eine Route zu planen, zu sagen, den machen wir zuerst, dann den, dann den, dann den, dann hier und so und jetzt. Und für mich natürlich am interessantesten von den drei Raid-Bossen immer noch Raikou. Deshalb habe ich auch einen Raikou-Raid eingeblendet vorhin auf dem Nachhauseweg. Sind wir nämlich noch zusammengekommen, haben noch ein Raikou mitgenommen an der Schule, an meiner alten Grundschule, Realschule, wie auch immer. Hab gesagt, gut, Suicune ist eh Mist, damit macht man nichts. Entei ist ganz okay, habe ich aber schon 100er, 100er Raikou habe ich leider noch nicht. Und das Shiny gefällt mir auch am besten mit und es ist einfach meiner Meinung nach das nützlichste von den drei Pokémon. Also möchte ich gerne auf Raikou Jagd gehen, um wenigstens den täglichen Pass für Raikou zu nutzen. Gut, wenn ich ehrlich bin, sind wir danach noch auf den Friedhof gegangen. Ganz spontan, weil da noch ein 5er aufgegangen ist. Wir wussten vorher nicht, was kommt. Haben dann aber da einen Suicune-Raid noch mitgemacht. Suicune ja auch das Lieblings-Pokémon vom ISWO. Bei dem habe ich gestern einen Suicune-Raid gemacht, um seinen Pass loszuwerden und direkt Shiny bekommen. Da hat er sich natürlich auch riesig gefreut. Jetzt also beim Friedhof das Suicune noch mitgemacht, das Raikou unten eingetütet, wieder heimgelaufen und weil im Ultra-Bonus Woche 1 natürlich nicht nur die Raubkatzen zurück sind, sondern auch Skorkler und Visor als Shinies eingeführt wurden, habe ich mir überlegt, heute mal ein neues Shiny zu entwickeln, einen neuen Shiny-Eintrag zu holen. Und wie kann das besser sein als mit Visor, was eben schön für diese Woche reinzählt. Und ich habe das Glück, ich habe jetzt wirklich schon 2 Stück bekommen. Und sonst hebe ich mir das immer auf, bis das Event zu Ende ist. Will dann immer so eine Zusammenfassung machen, die Shinies entwickeln. Aber irgendwie verschwitze ich das jedes Mal. Und irgendwann in 10 Jahren sehe ich dann, boah, ich habe die ganzen Shinies noch da, wollte ich doch alle mal entwickeln. Aber das werden wir jetzt machen, weil wir haben jetzt 2 zusammen. Wie ihr hier seht bei meinem Buddy, ich bin nämlich auch damit gelaufen die ganze Zeit, den Freunden wird das schon aufgefallen sein, mit dem kleinen süßen Visor. Wir gehen jetzt mal live hier rüber in den Beutel, geben mal schillernd ein, genau, zuletzt gefangen. Das seht ihr hier nämlich auch noch, das Raikou, das hat eine blaue Umrandung, sieht man vielleicht jetzt nicht so gut. Aber hier am 5.9. ist heute ganz frisch, 19.35. Leider nicht so krass. Wir gehen mal kurz hier drauf. Es hat trotzdem aber 15 Angriff. Und hier 2 Visor. Wie ihr seht, das ist das, mit dem ich als Buddy laufe. 455 WP. Richtig genial, richtig schön hohes Level. Und das zweite hier mit 193 WP. Das kleine lassen wir einfach so, wie es ist. Und entwickeln jetzt natürlich noch das große zu V-Senior. Um zu gucken, wie das als Shiny aussieht. Mal gucken, ob ich den Buddy dann wechsle. Oder einfach noch ein bisschen mit dem V-Senior lauf, bis ich 2 Skorkler habe. Bis jetzt habe ich noch gar keins, aber die Woche geht ja noch ein bisschen. Wir entwickeln also das Shiny Visor zu Shiny V-Senior. Und schreibt ihr mal in die Kommentare, habt ihr schon ein Shiny Visor bekommen? Habt ihr schon 2 bekommen? Sammelt ihr auch immer die ganzen Shiny Familien? Habt ihr eins entwickelt? Wie findet ihr das Shiny so? Was sieht besser aus, Visor oder V-Senior? Und natürlich, wie läuft es bei euch mit den 5er Raids, mit Entei, Suicune und Raikou? Habt ihr jetzt in dieser Woche auch schon ein paar Shinies abgegriffen? Das war es eigentlich von meiner Seite aus, eine kurze Folge. Ach so, was ganz wichtig ist, was wir noch sagen müssen, wir haben noch das Gewinnspiel laufen mit dem Level 40 Account, den wir verlosen. Diesen No Gym 2019 Account aus der Aktion mit Stefan Landei und alle, die da mitgeholfen haben und auch so alle Zuschauer und Abonnenten haben also die Möglichkeit, diesen Account zu gewinnen. Der hat ihn ja ohne Gym, also ohne Arena, ohne Team, ohne Raids, ohne Coins, ohne alles auf Level 40 gezogen und möchte den jetzt abgeben. Da sind ein paar Hunderter drauf, ein paar Legendäre, ein paar Shinies. Wir haben ein schönes Video dazu gemacht.
Wir haben ein schönes Video dazu gemacht, haben das auch gepostet. Ich werde das irgendwie mit einer Infokarte auch nochmal verlinken, dass das die ganze Folge über hier vielleicht angezeigt wird, wenn ich das hinkriege. Und da geht ihr natürlich nochmal hin. Bewertet auch mal die Kommentare von den Leuten, die drunter geschrieben haben, warum sie den Account haben wollen und was sie mit dem Account vorhaben. Was findet ihr gut? Was sind gute Ideen? Welche Ideen sind nicht so gut? Gebt wirklich mal ein Like, wenn ihr was richtig cool findet. Helft ein bisschen mal beim Abstimmen. Wir werden natürlich uns dann am Wochenende zusammensetzen und am Sonntag wollten wir ja dann sagen, wer den Account gewonnen hat. Ich werde ihn hier also über die Infokarte irgendwie verlinken. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit mitzumachen. Wer noch keinen Kommentar geschrieben hat, kann da gerne nochmal draufgehen, auch noch was dazu schreiben. Wie gesagt, Level 40 Account mit über 20 Millionen Erfahrungspunkten, Shinies, Legendären, allem drum und dran dabei. Ihr habt freie Teamwahl. Wenn ihr denn unbedingt ein Team braucht und Raids machen wollt zur Unterstützung, könnt ihr euch jedes beliebige Team aussuchen. Und ein Level 40er Account kann natürlich auch Pokestops einreichen. Das ist ja was, wo viele jetzt drauf geiern und sagen, ah, ich bin noch nicht Level 40, leider Gottes, und ich brauche unbedingt einen Level 40 Account. Wenn ihr den also hättet, könntet ihr damit auch Pokestops bei euch in der Umgebung, in eurem Dorf, in eurem Kaff, wo auch immer, in der City einreichen, und das ist natürlich eine richtig gute Sache. Das war's aber vom V-Senior aus und vom Ramses seiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. We'll be right back.